Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewgast ist Gewinner von Making the Cut. Das ist eine Reality-TV-Show in den USA. Und er hat dort 1 Million US-Dollar gewonnen. Und das eigentlich als Startkapital für sein eigenes Modeunternehmen für Maison Blanche investiert. Er hat ebenfalls jetzt gerade ein Engagement bei Germany's Next Topmodel als Gastjuror. Im Halbfinale darf er entscheiden, wer weiterkommt. Und Models laufen in seinen Kleidungsstück um. Und er sucht aktuell Investoren für sein Unternehmen, für Maison Blanche. Wer ein bisschen in der Modewelt um ist, der weiss, ich rede heute mit dem Modedesigner Yannick Zamboni. Hey Yannick, schön bist du da, wie geht's? Hallo Nico, schön, dass ich da bin. Es geht mir so weit gut, danke für die Nachfrage. Perfekt. Hey, was für ein Intro, 1 Million gewonnen, alles investiert in dein eigenes Ding. Erzähl mal zuerst, wie bist du in eine Reality-TV-Show gekommen in den USA? Also, da muss ich ein bisschen, ausholen. Ich habe irgendwann einmal in meinem Leben gefunden, ich mag nicht mehr einen Bürojob haben und ich möchte mich jetzt wirklich kreativ entfalten. Und habe dann mit 28 gesagt, hey, ich könnte jetzt meinen Job und fange wieder von null an. Ich habe ein Modedesign-Studium angefangen, habe 4,5 Jahre in die Ausbildung investiert und habe dann blöderweise im März 2020 abgeschlossen gehabt, mein Studium, mein Bachelor of Arts. Und das war ein Tag vor dem Corona-Lockdown gewesen. Und dann ist halt nichts geworden mit ins Ausland gehen und bei grossen Modelabels arbeiten, sondern ich habe irgendwie selber müssen eine Idee finden, was ich jetzt mit meiner Zukunft will anfangen mit meiner neuen Ausbildung. Und habe dann mein eigenes Label gegründet gehabt, was relativ gut gelaufen ist, die ersten 1,5 Jahre. Aber dann so Mitte Corona ist es dann schon relativ happig geworden, weil ich habe Einzelanfertigungen gemacht. Es hat niemand mehr ist gross rausgegangen. Meetings haben vor dem Laptop stattgefunden. Die Leute haben wirklich nicht mehr gross Geld ausgegeben für eine Einzelanfertigung. Und ich habe gewusst, hey, ich habe bald meine Miete nicht mehr zahlen, ich habe bald mein Studium nicht mehr zahlen, wenn es so weitergeht. Und dann irgendwann ist über Instagram die Anfrage gekommen, ob ich nicht in einer Reality-TV-Show möchte mitmachen. Und die erste Anfrage habe ich direkt gelöscht, weil mir das nicht gesagt hat, die Show. Ich habe es nicht gekannt, bin eh nicht gross ein TV-Gucker. Und die zweite Anfrage, dort habe ich mich dann ein bisschen genauer damit befasst. Habe dann auf YouTube auch gesehen, den Trailer und gemerkt, hey, die Show ist moderiert von der Heidi Klum und produziert von der Heidi Klum. Und spätestens, wo sie im Werbetrailer sagt, and the winner gets 1 Million US Dollars, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gefunden, hey, also wäre schon doof, wenn es nicht wenigstens würdest versuchen, wenn du schon angefragt wirst. Und genau, da haben wir beworben, bin irgendwann in die Show reingekommen und auf den Leib geflogen. Wie muss man sich das vorstellen? Warum bist du angefragt worden? Also hast du vorher schon einen Instagram-Kanal gehabt, wo du irgendwie deine Stücke gezeigt hast? Hast du schon eine Reichweite gehabt? Weißt du, wie sind die Macher überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Wie hast du es geschafft, dass du angefragt worden bist? Ich habe null Reichweite gehabt. Ich habe vor Making the Cut, glaube ich, 3.800 Followers gehabt oder so. Also wirklich eine Handvoll. Und ich glaube, die haben wirklich einfach sehr gute Research-Teams, wo da Instagram und Social Media dann abklappern und dann einfach die Jungdesigner dann anfragen. 3.800 Follower sind eine Handvoll, das ist bei dir jetzt vielleicht der Fall. Ich glaube, für ganz viele wäre das schon riesig. Aber wenn die dich anfragen, wie muss ich mir das vorstellen? Hast denn du dich trotzdem nochmal bewerben unter so einen Casting-Prozess durch? Oder ist es wie, ja, ich mache mit und dann bist du in der Show? Ah, nein, überhaupt nicht. Ich bin schon angefragt worden, aber ich habe den ganzen Casting-Prozess müssen durchmachen. Der Casting-Prozess ist 2 Monate lang gegangen. Und weil Corona war, nicht in Person. Das wäre eigentlich in Person gemacht worden. Aber es ist wirklich ähnlich, wie wir jetzt aufgestellt sind mit Laptop und Kamera, Ringlicht. So sind Interviews geführt worden. So, ich habe auch Puppen hinter mir angezogen und dann immer wieder in den Bildschirm müssen nehmen. Und das ist durchgegangen mit der Production Company, mit Amazon selber, mit Producers, mit Stylisten, mit allem Möglichen. Und irgendwann hat es dann geheißen, hey, you're under the top 50. Und dann hat es auch geheißen, hey, jetzt kannst du nichts mehr machen. Jetzt möchte Producer möchte jetzt von diesen 50 einen möglichst
diversen Casts zusammenstellen, wo auch irgendwie als TV-Format funktioniert, aber man kann nichts mehr selber beitragen. Und dann ist es einfach darum gegangen, 2 Wochen abzuwarten auf einen definitiven Bescheid. Und dann hat es irgendwann mal geheißen, hey, you are in the show. Du hast 1 Woche Zeit, um das und das zu machen. In einer Woche fliegst du verleihen. Cool. Dann hast du es geschafft. Wie viele sind in der Show von diesen 50? In der Show, also es ist eben wegen Corona, sie haben 10 gebraucht für die Show. Sie haben aber 12 Leute eingeflogen, weil sie Angst hatten, dass jemand nicht über die Grenze kommt, wegen irgendwelchen Corona-Gründen. Und dann sind 12 angekommen, 2 sind direkt zurückgeschickt worden. Ja, das ist heftig. Und 10 sind dann, also 10 sind dann zuerst einmal 5 Tage in Quarantäne. Und dann in die Show. Okay. Du hast vorher angesprochen, wer jetzt nur den Podcast hört bisher, es lohnt sich vielleicht mal schnell auf YouTube zu gehen und da reinzuschauen. Im Hintergrund hast du nämlich Puppen bekleidet. Man sieht, was du da unter anderem für Mode machst. Es ist ja schon eben nicht jetzt einfach irgendwie so eine normale Standardmode, sondern wie nennt man das? Haute Couture, oder wie sagt man dem? Hey, ja, es ist sicher Haute Couture angehaucht. Viele würden sagen Avantgarde. Ich würde aber zuerst sagen, sehr, sehr deconstructed und anders. Wir versuchen eigentlich durchs Upcyclen und Recyclen und durchs Auseinandernehmen von bestehenden Kleidungsteilen neue, frische Varianten zu entdecken, wie man Kleidungsstücke kann tragen kann. Auch Kleidungsstücke, die man längst irgendwie anders kennen, neu an den Körper zu bringen. Okay. Du hast vorher ganz schnell gesagt, im Casting ist Amazon involviert gewesen. Inwiefern ist Amazon in das Ganze involviert gewesen? Sie haben ja eigentlich da eine ziemlich matchentscheidende Rolle gespielt zu Beginn. Hey, Amazon hat den Vertrag eigentlich gemacht. Vertrag im Sinn von, der Gewinner bekommt eigentlich einen Amazon-Vertrag und eigentlich das Geld von Amazon. Die ganze Production ist aber über eine Production-Firma gelaufen. Hello Sunshine Production. Das ist eine Produktionsfirma. Wir sind in einer Schule. Das war Ding Dong. Ist die Produktionsfirma von Reese Witherspoon. Reese Witherspoon hat die Firma gegründet, weil es ihr ein bisschen auf den Geist gegangen ist, dass in L.A. alles so männerdominiert ist. Und die Production-Firma sind 95% weibliche Angestellte. Vor Kamerafrau, über Producerin, es ist alles, einfach, sind alles nur Frauen gewesen, 95% Frauen am Set. Ist auch so ungewohnt gewesen, am Set sie mit 10 Kameraleuten und 10 die 10 Personen sind Frauen und Producerinnen sind alles Frauen. Es ist ein recht spezieller, schöner Vibe gewesen und ich habe mich extrem wohlgefühlt an dem Set. Und dann hast du mit B. Amazon eigentlich deine erste Kollektion eben nachher lanciert. Das ist wie auch part of the game gewesen. Also du hast gewusst, wenn ich gewinne, komme ich zwar die Million über, ich kann meine Kollektion starten, aber ich muss in Anführungszeichen die über Amazon verkaufen. Genau, richtig. Also ich muss auch, also muss über Amazon produzieren und über Amazon verkaufen. Und ich bin eben sehr oft gefragt worden, wie viel ist von dem Geld um, bla bla bla. Und ich meine, so eine Kollektion einfach zum seine Zahlen legen, die Kollektion hat 800'000 gekostet in reine Produktionskosten. Und genau, und dann haben wir noch kurz danach, weil ich gefunden habe, ich möchte noch etwas anderes machen als nur Amazon, habe ich noch meine eigene Kollektion, eine Runway Collection gemacht, selbstständig. Die Show hat auch noch mal 500'000 gekostet an der New York Fashion Week. Also in der Modebranche geht das Geld relativ schnell raus und man muss relativ viel machen, um sich über Wasser zu halten. Das heisst, du hast eben wirklich den gesamten Gewinn relativ schnell investiert, aber nachher auch Umsätze gemacht. Du bist aber jetzt wieder auf Investorensuche, über das reden wir nachher sicher auch noch. Was ist aus dieser Million entstanden? Wo hast du Umsätze gemacht? Wie viele Umsätze hast du gemacht? Kannst du etwas dazu sagen? Ja, also ich glaube, wir haben ein verlängertes Jahr gehabt, weil ich bin eine Einzelfirma gesehen vor Making the Cut. Und dann habe ich eine GmbH gegründet, habe nach einem halben Jahr auch meine ersten Angestellten gehabt, weil ich am Anfang alles allein gemacht habe. Und dann genau ein verlängertes Geschäftsjahr. Wir haben in dem verlängerten Geschäftsjahr rund 2,8 Millionen Umsatz gemacht gehabt. Was man auch muss sagen, zu dritt. Also es ist nicht irgendwie, dass es irgendwie eine 10-köpfige Firma oder so, sondern wirklich mit 3 Nasen.
Und durch das, dass wir den Vertrag hatten, haben wir gewisse Sachen auch viel risikohafter gemacht, wie zum Beispiel an der New York Fashion Week zeigen, independent, also allein, nicht in einer Gruppe, kostet extrem viel Geld. Du bist natürlich völlig frei, was du machen möchtest, was du zeigen möchtest, kostet extrem viel. Habe ich mir aber geleistet, weil ich gewusst habe, hey, ich habe den Amazon-Vertrag, es kommen wieder Einnahmen rein. Und dann irgendwann einmal nach eineinhalb Jahren einfach gemerkt habe, dass der Partner einfach nicht der Partner ist, den ich mich mit meinen Werten würde wünschen. Ich habe am Anfang schon ein bisschen das Nachdenken gehabt, aber gefunden, hey, es ist eine Herausforderung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nicht die gleichen Werte unbedingt vertreten, aber es macht ja vielleicht die Arbeit spannender. Aber habe dann gesehen, wie gross die Maschinerie ist und was es bedeutet, wenn man etwas möchte ändern. Weil ich habe es sehr oft verglichen mit einem Uhrwerk. Du kannst bei einer Uhr nicht einfach das Zahnrädchen rausnehmen und meinen, es funktioniert ganz normal weiter, sondern du musst den perfekten Ersatz haben für das Zahnrädchen. Beispiel, wenn du anstatt einem Plastiksack im Lager eine Papiertüte möchtest oder eine biologisch abbaubare Tüte, dann kannst du das nicht einfach so rausnehmen und ersetzen, weil dann wenn Bedingungen erfüllt sind, wie es muss bei Feuchtigkeit standhalten, es muss so und so lange können gelagert werden, es muss können ein Print drauf kommen mit einem Strichcode, es müssen so viele Voraussetzungen erfüllt werden, nur um einen Plastiksack zu ersetzen, was einfach extrem ist, weil einfach an dem Ganzen, es ist eine riesen Maschinerie und wenn etwas nicht stimmt, dann stimmt gar nichts mehr. Und das macht alles sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich würde sagen, wenn du ein riesen Unternehmen bist und möchtest nachhaltig arbeiten, von heute auf morgen, das ist extrem viel Bütz. Das schaffst du fast nicht. Es ist viel einfacher, wenn du eine kleine Firma bist und von Anfang an sagst, hey, wir gehen den nachhaltigen Weg und bauen alles nachhaltig auf. Wenn du in einer grossen Firma versuchst, von heute auf morgen einen Schalter umzuschalten, das wird so nicht funktionieren. Da muss man auch Schritt für Schritt sich daran heranarbeiten. Und darum habe ich einfach auch gefunden, dass Amazon mit den Werten, die man Maison Blanche vertreten, nachhaltig, fair, vegan, zirkulär, einfach nicht wirklich der richtige Partner ist. Bevor ich auf den Bruch mit Amazon, das klingt jetzt so hart, eingehen, ganz kurz, gesagt, ihr habt so risikoreiche Sachen können machen wie New York Fashion Week, wo du eine halbe Million investiert hast. Lohnt sich das? Kannst du jetzt so sagen, nachdem du es gemacht hast, unter dem Strich mal, es ist einfach etwas als Modebrand mit dem Sortiment, ich sage jetzt in dieser Kundengruppe, muss man da präsent sein und das bringt wirklich etwas? Oder würdest du sagen, hey, nein, hat sich nicht gelohnt? Hey, ich würde sagen, wir werden es mit jetzt der neuen Kollektion, die wir rausbringen auf dem Markt, genauer herausfinden. Ich bin absolut der Meinung, dass es absolut gebracht hat. Man ist nie so oft in den Medien wie während der Fashion Week. Es ist einfach, während der Fashion Week sind alle, die irgendwie etwas zu sagen haben, in der Modebranche sind zu dem Zeitpunkt in dieser Stadt. Jemanden zu finden, der über dich schreibt, ist somit viel einfacher, als wenn ich irgendwo in Zürich im Kreis 4 hier in meinem Atelier sitze und versuche, irgendwelche Journalisten auf mich aufmerksam zu machen. Ein bisschen schwieriger von hier aus, als wenn du mit im Getümmel bist an der New York Fashion Week. Von dem her würde ich sagen, die PR, wo man nicht gratis gesehen, meine Show, wie gesagt, ist relativ teuer gesehen, aber die PR, wo mit der Show kommt, die ganze Artikel, die bei einem geschrieben werden, generiert einfach die Reichweite. Und in der Modebranche muss man eine gewisse Reichweite haben, um cool zu gelten, um verkaufen zu können, um die eigenen Produkte auf den Markt zu bringen. Der Bruch mit Amazon ist nachher gekommen. Hast du einfach den Vertrag müssen fertig machen und nachher irgendwo, wo der ausgelaufen ist, gesagt, und jetzt mache ich es allein, jetzt will ich nicht weiter mit Amazon gehen? Oder hast du den können vorzeitig beenden? Weißt du, was war der Moment, um zu sagen, jetzt geht es wirklich nicht mehr? Für mich war es dann, wo ich eigentlich, wenn es ganz nur nach mir allein gegangen wäre, hätte ich das Jahr noch weitergemacht. Einfach, um mir mehr Zeit zu geben, um alles genau und perfekt können planen. Sternzeichen Jungfrau, ich mag es gerne perfekt geplant und nicht einfach so irgendwie irgendetwas. Ist dann aber so gekommen, dass Making the Cut, die Sendung,
Tor geschlossen hat. Die haben gesagt, die hören auf, die Sendung ist zu teuer und es gibt viele Sendungen, die ähnlich sind, die einfach Konkurrenz sind wegen der Viewerzahlen. Auf das her hat Amazon gefunden, weil ich mit ihnen auch einen Co-Brand hatte, also einen Brand, der uns beiden gehört, 80% Amazon, 20% mir. Und Amazon hat gefunden, hey, ohne diesen Vertrag mit Making the Cut fehlen uns Promotion-Gelder, weil Making the Cut hat dafür gesorgt, dass wir auf Amazon immer auf der Frontseite sind. Weil Amazon ist eine riesige Seite, man geht easy schnell verloren darauf. Die haben dafür gesorgt, dass wir super visible, also sichtbar sind auf dieser Seite. Und ohne das Geld hat Amazon gefunden, hey, da könnt ihr kleine Designer auf unserer Seite verloren. Für uns bringt es nicht mehr so, den Co-Brand weiterzuführen. Und sie haben den Co-Brand mit mir beendet. Und haben gefunden, bei meinem normalen Brand kann ich nach wie vor weiterführen auf Amazon, bei ihnen verkaufen. Und haben dann so zwei, drei kleine Vertragsänderungen durchgegeben. Und ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut. Und ich so, hey, mit diesen Vertragsänderungen habe ich volles Risiko. Und wenn ich das volle Risiko habe, dann muss ich nicht über Amazon verkaufen. Dann kann ich auf eine direkte Plattform gehen, dann kann ich mein eigenes Ding grossziehen und dann muss ich mich nicht einschränken lassen von einem riesen Konzern, damit ich darf über eure bewährte, tolle Plattform verkaufen. Es ist sehr oft, wenn man mit einem Grosskonzern redet, man wird so ein bisschen behandelt, als wäre man ein 8-jähriger Bub und hat noch nie etwas gemacht im Leben. Und sie schreiben dir vor, wie die schöne grosse Welt ausgesehen hat. Und ja, hat dann einfach gefunden, hey, vielleicht ist das einfach genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn ihr den Co-Brand beende, dass ich die gesamte Kollaboration mit euch beende. Aber das bedeutet für dich auch, eben, du hast gesagt, du hast vorher 2,8 Millionen gemacht in dem ersten Geschäftsjahr, das ein bisschen verlängert war. Zum allergrößten Teil über Amazon zustande gekommen und das ist quasi dann wie weggebrochen. Parallel dazu hast du zwar deine eigenen Sachen aufbauen, aber du hast schon einen relativ grossen Teil von deinem Business eigentlich in dem Moment wie abgeschnitten, richtig? Hey, es sind 98% Einkommen, das weggefallen ist. Also ich habe schon noch öffentliche Auftritte und Sachen, die ein bisschen Geld reinspielen. Ich würde sagen, wenn es um mich allein würde gehen, bräuchte ich nicht einmal einen Vertrag mit einem Detailhändler, was auch immer. Ich könnte mich easy über die Runde bringen. Ist aber natürlich so, ich bin Modedesigner, ich möchte nicht von öffentlichen Auftritten oder irgendwelchen Shows mein Geld verdienen, sondern ich möchte mit Mode mein Geld verdienen. Das ist meine Passion. Ich möchte eine neue Kollektion auf den Markt bringen. Ich möchte weitermachen mit Accessoires, Schuhe, Handtaschen, alles Mögliche. Und das heisst, wir haben wirklich die ganze Struktur jetzt umgestellt gehabt. Wir haben angefangen, den eigenen Webshop aufzubauen. Wir sind dran mit Detailhändlern am Verhandeln. Wir sind auch am Schauen wegen der ganzen Zertifikat, also dass wir zum Beispiel das PETA Vegan Approved Zertifikat bekommen, dass wir weiterhin Cradle-to-Cradle zertifiziert sind, dass wir Cradle-to-Cradle zertifizierte Produkte auf den Markt bringen. Einfach zum auch zeigen, das kostet natürlich auch alles Geld, aber es ist so wie für die Außenstehenden oder für die Kunden ein Beweis, dass wir nicht nur von Nachhaltigkeiten reden, sondern dass wir wirklich alle Anstrengungen unternehmen, um auch nachhaltig zu sein, nachhaltig zertifiziert zu sein und dass wir auch uns nicht scheuen, unsere Produkte testen und alle Verfahren damit machen. Und das ist auch etwas, ich sage jetzt als Modedesigner, ist natürlich das Design irgendwo das Alleinstellungsmerkmal an erster Stelle, oder? Aber eben die Werte sind dir extrem wichtig und du sagst, dass gerade in dem Markt, wo ihr euch befindet, eben jetzt nicht einfach im Basics-Markt, sondern in dem Modemarkt, Avantgarde, wie du es genannt hast, dass dort eigentlich das sonst fast niemand macht oder niemand jetzt Wert auf Nachhaltigkeit, Fairness in dem Sinn Wert legt, sondern dass dort irgendwie die Marge wichtiger ist als alles andere. Hey, es ist leider eine traurige Tatsache, wenn man genauer nachschauen bei, ich sage jetzt High-End
Marken, bei Luxusmarken, ist wirklich Nachhaltigkeit so etwas, was irgendwie an letzter Stelle kommt. Obwohl jeder, der in diesem Sektor schafft, weiß, dass die Mode der zweitgrößte Umweltverschmutzer ist. Und ich meine, das ist crazy, der zweitgrößte Umweltverschmutzer zu sein und zu wissen und nicht dagegen irgendwie wollen unternehmen. Ich glaube, was auch ein ganz grosses Problem in Anführungs- und Schlusszeichen ist, ist, dass sehr nachhaltige Mode nach sehr nachhaltiger Mode aussieht. Und das ist eigentlich das, was wir auch extrem möchten verändern und daran arbeiten. Wir möchten wirklich aufzeigen, hey, etwas kann super nachhaltig sein und das Design leidet nicht darunter. Und ja, das ist eigentlich das, was ich mir als Aufgabe gestellt habe, wirklich tolle Designs auf den Markt bringen, wo beim reinem Anblick niemand auf die Idee kommt, hey, das ist mega nachhaltig, sondern dass du wirklich musst den Hintergrund schauen, ah, es sind eigentlich alles natürliche Fasern, ah, es ist plastikfrei, ah, es ist vegan, ah, es hat keine toxischen Chemikalien drauf. Das erkennt man erst, wenn man es sagen, wenn man es aufklären, wenn man es anschreiben, aber rein vom Anschauen würdest du jetzt bei meinen Produkten nicht sagen, das ist super nachhaltig. Ah, das ist kein Plastik-Knopf, sondern das ist ein biologisch abbaubarer Knopf. Der Unterschied sieht, würde ich jetzt sagen, der Käufer nicht auf Anblick. Es ist nicht mehr so, dass es nur Holzknöpfe gibt, wo biologisch abbaubar sind, wo du siehst, ah, das ist ein Holzknopf, das muss etwas nachhaltig sein, sondern du kannst einen Corozo-Knopf haben, der eine Nuss ist, der genau aussieht wie ein Plastikknopf und du wirst den Unterschied von Augen nicht wirklich erkennen. Aber das heisst eben auch, es ist dir wichtig, dass die Nachhaltigkeit die Basis ist von all deinen Produkten und nicht das Verkaufsargument Nummer eins, sondern also einfach du kaufst schlussendlich zum grössten Teil wegen dem Design, wo ja viele auch Statements macht, dieses Design. Und am Schluss ist es einfach noch, es ist auch noch nachhaltig und zwar wirklich nachhaltig. Aber das ist nicht jetzt der erste Grund, warum das die Leute das kaufen, sondern es ist mehr dein Anspruch, dass es einfach so soll sein. Ja, es ist mein extremer Anspruch, weil ich einfach auch weiss, was man damit könnte verändern, wenn ein bisschen mehr Leute würden mitmachen, wenn ein bisschen grössere Konzerne würden mitmachen. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass meine Kundschaft nicht bei mir einkauft, weil es nachhaltig ist, sondern ich kaufe auch gemäss Umfragen, die wir gemacht haben, bei uns wegen Design und der Qualität. Und dann tue ich ihnen einfach die Nachhaltigkeit aufzwingen, indem ich ihnen etwas verkaufe, das nachhaltig ist, auch wenn sie es nicht wegen dem dann kaufen. Natürlich haben wir auch einen Teil Kundschaft, der bei uns einkauft, weil sie wissen, es ist ethisch gut produziert, weil sie wissen, es ist fair produziert, weil sie wissen, dass wir anständige Schweizer Löhne zahlen. Aber ich würde sagen, das ist etwa 30%, die aus diesem Grund einkaufen bei uns. Der Grossteil kauft bei uns ein, wegen Style und Look. Du hast jetzt eben ganz viele Sachen aufgezählt, faire Löhne und so weiter. Nachhaltigkeit ist ein riesen Wort. Mhm. Was genau heisst für dich Nachhaltigkeit? Du hast schon gesagt, vegan, also wirklich tierfrei, eben, aber nicht nur irgendwie in dieser, wenn ich es richtig verstehe, die ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben auch faire Löhne zahlen heisst für dich irgendwo nachhaltig sein. Nachhaltigkeit, kannst du noch irgendwie ein genauer definieren? Ja. Was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Also wir haben vier so Sphären von der Nachhaltigkeit. Wir haben die ökologische, wo die erste ist, die allen in den Sinn kommt. Aber wir haben auch eine ethisch-moralische, wie zum Beispiel wissen, woher kommen die Rohmaterialien, wie sind die Rohmaterialien entstanden. Man kauft nicht nur einen Stoff ein oder einen Strick. In der Regel hat es da irgendeinen Baumwollbauer, der die Baumwolle zum Beispiel abpflanzt, irgendjemand, der sie pflückt, irgendjemand, der sie schreddert, irgendjemand, der sie wäscht, irgendjemand, der sie verspinnt, jemand, der sie bleicht, jemand, der sie färbt, jemand, der printet, jemand, der webt, jemand, der strickt, jemand, der designt, zuschneidet, näht. Man sagt, ein T-Shirt, bis es auf den Markt kommt, ist dreimal um den Äquator gereist. Also die T-Shirts machen eine lange Reise, bis sie auf dem Markt sind. Und wenn man die ganze Wertschöpfungskette nicht kennen oder nicht beachten, dann kann das Produkt gar nicht nachhaltig werden. Auch wenn es eine GOTS-zertifizierte
die Baumwolle ist. Wenn du nicht weißt, was vorher passiert ist, dann ist es nicht nachhaltig. Das ist uns wichtig. Wir wissen genau, woher unsere Produkte stammen. Alle unsere Kollektionen haben irgendein soziopolitisches Konzept, weil das Hauptding ist, auf das wird es aufgebaut. Das zeigen wir auch mit unserer Show, auch mit Inklusion von verschiedenen Typen von Models, von verschiedenen Grössen. Wir haben jetzt in der letzten Kollektion 8 Grössen gemacht, einfach damit wir wirklich alle die ganze Bandbreite abdeckt haben. Wir arbeiten mit Intersex-Menschen zusammen, mit queeren Menschen zusammen, mit Trans-Menschen zusammen und wir versuchen wirklich so inklusiv wie möglich zu sein. Wir haben auch Leute gehabt an der letzten Show mit körperlichen Behinderungen. Wir machen wirklich Kleider, die zum Anziehen sind, die für die Leute draußen sind und nicht Kleider, die nur für Supermodels sind. Mega spannend. Wie viel Mehraufwand bedeutet das für dich, dass du irgendwie eben sagst, hey, du willst irgendwie vom Baumwollbauer, bis es da ist, alles kennen, wissen, welche Schritte es gemacht hat und dort wirklich die auswählen, die nachhaltig arbeiten. Was heisst das irgendwie auf dem Produktpreis? Was macht das aus für deine Kosten, wenn es so nachhaltig ist? Ich kann sagen, ich muss etwa die gleiche Marge fast draufhauen wie Balenciaga oder Gucci, aber nicht nur einfach aus Prestige, sondern weil es so viel Mehraufwand ist. Es ist ein riesiger Mehraufwand. Es kostet sehr viel Zeit vor allem. Die Zeit geht in Research und auch in die Suche von den richtigen Partnern. Ich muss sagen, seit 2020 habe ich jede Kollektion an einem neuen Ort produziert, weil ich einfach nie hundertprozentig zufrieden bin. Man kann natürlich nicht 4 Jahre nichts produzieren, weil dann kommt man auch nicht vom Fleck, dann überlebt man nicht. Aber wir haben jedes Mal halt unser Level, den Standard, habe ich müssen erhöhen, weil ich einfach nicht zufrieden bin mit dem gebotenen Standard. Und ich muss jetzt sagen, ich bin recht erleichtert, weil ich glaube ganz fest, dass ich jetzt die richtigen Partner gefunden habe. Also wir arbeiten ganz eng zusammen mit EPA Switzerland. EPA Switzerland ist die Firma, die das Cradle-to-Cradle-Zertifikat rausgibt. Unsere Produktion heisst Positive Materials, die dann selber Stoff stricken, vor allem Strick machen sie, aber auch Produktion der Kleider. Die kosten mir auch einiges, aber die kontrollieren jeden Arbeitsschritt in der gesamten Kette. Sie besorgen nur Materialien, wo sie wissen, woher sie stammen. Es ist uns auch ein grosses Anliegen, das nachher in unseren Produkten aufzuzeigen. Und lokal produzieren, das kann praktisch niemand heutzutage mehr in der Mode. Wenn man die ganzen Materialien anschaut, wo sie besorgt werden, wir möchten sie dort besorgen, wo wir wissen, dass wir sie unter fairen Bedingungen können besorgen können, viel lieber, als dass wir sagen, hey, es muss aus Europa stammen. Aber dann kommt es von irgendeinem Konzern, der nicht vertrauenswürdig ist, wollen wir uns lieber etwas bei einem Konzern, der vertrauenswürdig ist. Aber du bist nach wie vor eben auch auf die Partner angewiesen. Du kannst nicht selber all die Schritte kontrollieren, sondern du musst irgendwo einem Partner vertrauen, dass er das gut macht und richtig macht und dir nachher kann sagen, wo das es gut ist und wo nicht. Es geht einfach gar nicht anders. Und ich glaube, was du schon auch sagst und gemerkt hast in diesen 4 Jahren, ist, es ist einfach in der Umsetzung nachher schwieriger, um wirklich das anzubringen, wie man im ersten Moment denkt und wie man vielleicht auch, wenn man so idealistisch daher geht, das Gefühl, ich mache das so, merkt man nachher, wie komplex das ist. Und nachher hast du festgestellt, wie komplex es dann bei einem Grosskonzern erst recht ist, ja, um etwas zu verändern. Ich würde mir dort manchmal wünschen, dass die Leute mehr an den Fokus auf die positiven Sachen setzen und sehen, hey, es wird etwas gemacht, man geht ja vorwärts. Aber man kann nicht einfach alles immer abschneiden und alles beenden. Das ist ja auch nicht realistisch. Du sagst, du kannst ja nicht 4 Jahre nichts machen. Wie sollst du es denn finanzieren? Ja, das ist absolut richtig. Ich sehe auch, weißt, bei den Grosskonzernen oder bei der Fast Fashion Industry, ich finde es schon relativ gut und positiv, wenn ich sehe, hey, die arbeiten an gewissen nachhaltigen Produkten oder hey, die versuchen, irgendwie einen Wechsel herzubringen, weil ich auch selber weiss, dass es nicht wirklich einfach ist.
ich sage immer, as soon as you care, you're fucked. Weil wenn sie wirklich interessiert, dann siehst du, was alles schief läuft. Wenn sie nicht interessiert, dann siehst du es auch nicht. Du kannst wirklich dort in dem Kuchen innen sitzen. Wenn sie nicht interessiert, dann siehst du es wirklich nicht. Aber wenn die Augen mal ein bisschen aufmachst, dann siehst du schon, wie viel schief geht. Wir tun unseren Partner vertrauen, aber nicht einfach so, sondern die müssen sich das Vertrauen auch zuerst erarbeiten. Jetzt Positive Materials hat sich das Vertrauen verarbeitet. Wir sind die auch besuchen auf Portugal. Wir haben die Strickerei besucht, die Weberei besucht. Wir haben dort besucht, was sind Bleachen und Farben. Wir sind die ganzen Unternehmen, die an sie gekoppelt sind, sind wir besuchen. Wir haben eine Woche dort unten verbracht, haben uns alles genauestens angeschaut. Und das haben wir bis jetzt mit jeder Produktion, die wir produziert haben, haben wir das so gemacht. Und man spürt relativ schnell, wenn man eben hergeht, was ist der Vibe, auf welchem Stand Bildung, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist die Firma. Weil 2 Minuten langt zum Investieren in ein Gespräch über Nachhaltigkeit und über nachhaltige Produkte und merkst sofort, hey, die Person hat die Research gemacht, die wissen, von was sie reden, oder die Personen sind einfach sehr gut im Greenwashen. Das kann man relativ schnell raushören in einem persönlichen Meeting. Okay. Hey, cool, ich bin sehr gespannt, wo es hergeht. Im Moment suchst jetzt du wieder Geld. Richtig. Ich habe es einleitend gesagt, eben, ihr macht aktuell ein Crowdinvesting. Das brauchst du jetzt eigentlich, das ist meine These oder meine Frage, weil eben der Amazon-Vertrag quasi mal weg ist und du jetzt quasi eigentlich wieder ein neues auch Anschubskapital für wirklich deine eigene Kollektion brauchst. Ist das richtig? Das ist absolut korrekt. Wenn es natürlich, wenn wir in einer perfekten Welt würden leben und ich gewusst hätte, dass ich also Dezember letztes Jahr den Vertrag wird beenden, dann hätten wir zum Beispiel nicht eine New York Fashion Week gemacht, wo wir sehr viel Geld investiert haben in Marketing und PR. Dann hätten wir das nicht gemacht und hätten das Geld genommen und in eine neue Kollektion investiert. Da aber in der Modebranche halt immer zuerst Show sind und dann ein Produkt lanciert werden. Und die Trennung von Amazon nach der New York Fashion Week ist so wie das Geld ins PR-Marketing, das ist bereits geflossen, das ist bereits raus. Und dann haben wir den Vertrag beendet. Und das heisst, wir sind an einem Punkt gesehen, was geheißen hat, wow, wir haben keine eigenen Produkte und keinen Vertrag mehr. Und jetzt müssen wir irgendwie alles selbstständig aufbauen und das relativ schnell. Und dann haben wir auch relativ schnell aber umsetzen und machen. Nur es ist so eine Kollektion, wie ich vorhin gesagt habe, kostet extrem viel Geld. Und das Geld ist jetzt einfach durch das Vertragsende nicht mehr rum. Bei Amazon ist es aber so gewesen, es wäre absolut kein Problem gewesen, mit dem Vertrag einen Vorschuss zu bekommen, weil sie gewusst hätten, das Geld kommt eh wieder rein. Also können wir easy einen Vorschuss geben, damit man produzieren kann. Und am Anfang, wenn man ein neues Unternehmen hat, wenn man ein Start-up hat, man tut natürlich jeden Rappen, den man verdient, wieder investieren. Man ist nicht oft sehr flüssig, weil das Geld einfach gebraucht wird. Mit dem Geld wird geschafft, mit dem werden Materialien eingekauft, Research betrieben, Mitarbeiter zahlt, unsere Partner werden zahlt. Genau, also so konstant flüssig sein ist relativ schwierig am Anfang in der Modebranche. Und wir brauchen eigentlich wirklich das Geld, um die eigenen Kollektionen aufzubauen und einfach nicht das Risiko eingehen müssen, irgendwie in Richtung Konkurs zu laufen, sondern wirklich, dass wir stabil können bleiben können, ohne Angst können produzieren und Mitarbeiter weiterhin zahlen. Mit zahlen Schweizer Löhne ist ein bisschen schwieriger als zum Beispiel meine Kollegen in Berlin. Meine Kollegin in Berlin, die stellt 5 Leute an und für das Geld stelle ich eine Person an. Am Schluss haben wir einen ähnlichen Verkaufspreis und wir müssen auch irgendwie überleben. Warum gehst du denn nicht auf Berlin? Hey, ich habe mir eigentlich relativ schnell für mich klar gesehen, dass ich eigentlich nicht in einer Mode-Bubble möchte festhängen. Wir hängen schon in unserer eigenen Bubble ein bisschen fest. Ich habe das Gefühl, eben,
dass sehr viel schief läuft in der Modebranche und dass, wenn man so in der Bubble fest drinnen ist, dass man alle um sich herum hat, die alles falsch machen, in Anführungs- und Schlusszeichen, und dass es so wie relativiert wird, sehr oft, so, niemand zahlt Praktikanten, das ist okay, dann zahlen wir halt Praktikanten nicht. Niemand schert sich um Nachhaltigkeit. So, sich selber einzureden, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man in dieser Bubble ist, glaubt, das passiert sehr schnell. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in der Schweiz sitze und so von außen auf die Bubble schaue, dass ich sehr schnell erkennen kann, was schief läuft und was ich nicht möchte haben in meinem Unternehmen. Und es ist so ein bisschen wie auch ein Selbstschutz, um zu sagen, hey, ich möchte nicht Teil von dieser Bubble sein, die so viel schief läuft, sondern ich möchte es anders machen, ich möchte es korrekt machen, ich möchte es fair machen und trotzdem allen beweisen, dass man auch, wenn man anständiger Unternehmer ist, dass man trotzdem Erfolg aufweisen kann. Aber es macht es ein bisschen teurer und wenn ich es richtig verstehe, teurer ist eben die Kollektion jetzt. Das Problem an dieser Modebranche ist, du musst jetzt die Kollektion aufbauen, du musst sie produzieren und du hast sie nachher irgendwo an Lager und du weißt aber noch nicht, ob sie kannst verkaufen, oder? Also das heisst, der Invest geht jetzt vorab eigentlich in die Ware, die nachher am Lager liegt und erst wenn du sie hast, kannst du sie richtig verkaufen und nachher merkst du erst, welche Teile wirklich funktionieren, welche nicht funktionieren. Hast du vielleicht die Ware, die du nicht kannst verkaufen und das ist eigentlich das Risiko, das du eben eingehst in der Modebranche und für das brauchst du so viel Geld, damit du mal irgendwo dein Lager kannst füllen zum Umsatz machen? Also wir machen es jetzt ein bisschen anders. Wir haben natürlich schon ein bisschen Erfahrungswert von den Zahlen, die wir haben von Amazon. Wir haben auch letztes Jahr fast ein Jahr lang einen Pop-Up-Store gehabt. Also wir wissen, was funktioniert online, was funktioniert eher in einem Store, was funktioniert als Allgemeins. Wir werden auch sehr limited Collection machen. Das ist das grösste Ziel von uns, dass wir Ende Jahr nichts mehr an Lager haben. Wir möchten lieber schnell ausverkauft sein und so wie einen Run generieren, dass die Leute uns dann einrennen oder dass es Produkte ausverkauft sind, viel lieber, als dass wir auf unserem Stock dann sitzen und zu viel an Lager haben. Das wird auf keinen Fall passieren. Wir haben die meisten Teile, die wir zwischen 30 und 50 Mal produzieren. Das ist relativ wenig. Gewisse eher simplere Teile, die wir vielleicht 100 Mal produzieren. Aber zu den Zahlen von vorhin, wir haben so ziemlich alles mindestens 800 Mal produziert. Das ist schon eine rechte Reduktion. Wir gehen natürlich auch mit dem Preis recht viel auf. Es wird automatisch teurer, wenn wir ein kleines Stück Zahlen produzieren. Aber es wird auch exklusiver und das ist irgendwo ein Part von so einer Brand, oder? Also die Exklusivität spielt ja dann auch mit für die Käuferinnen und Käufer, oder nicht? Ja, also das mag sein. Wir möchten eigentlich schon extrem inklusiv sein. Ich habe aber auch sehr schnell gemerkt, wenn ein grosses Stückzahl produzieren, wenn du viel Masse hast, dann kannst du den Preis extrem oben abholen. Du kannst auch den Preis oben abholen von etwas, das relativ komplex ist, ein Piece, das sehr komplex aufgebaut ist, weil du hast Mindestmengen beim Material, du hast Mindestmengen bei den Zutaten. Überall hast du easy die Mindestmengen erfüllt und hast überall Vergünstigungen, wenn du in grossen Mengen produzieren. Mit dem holst du den Preis oben ab. Schlussendlich, der Kunde schätzt es weniger. Der Endkonsument schätzt es viel, viel weniger. Er geht mit einem Mantel, der für 2'800 Franken gekauft wird, ganz anders um, als wenn du diesen Mantel in extremer Masse produzieren und dann für 480 verkaufen willst, ist es nicht gleichwertig für den Endkonsument. Obwohl es technisch und Material selber ist, der Preis macht doch relativ viel aus, wie jemand die Wertigkeit schätzen. Und ich möchte eigentlich nicht wirklich die Preise erhöhen, einfach nur aus Spass. Ich möchte eigentlich die Wertigkeit von der Kleidung wieder zurückbringen. Wenn ich an meine Grosseltern denke, die haben vielleicht 12 Outfits gehabt, aber die haben immer piekfein ausgesehen gehabt, weil die einfach Sorge zu ihren Sachen gegeben haben. Die haben Sachen gepflegt, die haben sie meine Großmutter selber geschneidert,
selber gestrickt. Das Zeug ist piekfein gesehen. Auf jedem Foto sehen die super fein aus. Und ich meine, das ist eine Arbeiterklasse gesehen aus Italien, die während dem Weltkrieg in die Schweiz gekommen ist. Also die haben kein Geld gehabt, aber sie haben trotzdem top ausgesehen, weil sie einfach viel mehr Wert drauf gelegt haben und die Sachen auch viel mehr geschätzt haben und mehr angestrengt haben, dass es nicht kaputt geht, dass man es nicht futschiesst, dass man die Sorge dazu halten. Und eben nicht einfach für 5 Franken irgendwie ein T-Shirt kaufen, jeden Tag gefühlt. Mega spannend. Ich möchte ein bisschen auf Zahlen eingehen, weil du suchst Geld. Ja. Vielleicht hört jemand zu, der gerne investieren würde und findet, hey, cool, auch mal an so einem Ding dabei sein. Bevor wir auf die Zahlen gehen, mir ist aufgefallen, du machst es über Omnium. Ja. Das ist die Crowdinvesting-Plattform. Und ich habe dort gesehen, es werden wirklich, man kauft Namenaktien mit Stimmrecht. Das ist korrekt. Und das ist ja häufig nicht so in diesen Crowdinvesting, also ganz häufig kauft man eigentlich als Crowdinvestor nur Partizipationsschein, wo man zwar den finanziellen Aspekt abdeckt hat, wenn es verkauft wird, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird und so weiter, profitiere ich von dem, wie wenn ich Aktionär wäre, habe aber kein Stimmrecht, weil die allermeisten Startups, die haben ein bisschen Angst davor, nachher eben zu viele Leute irgendwie in ihren Aktionärstrukturen zu haben, wo alle mitreden wollen, wo alle Stimmrecht haben. So wie ich dich kenne, ist das sehr, sehr ein bewusster Entscheid wie dir, dass du das hast wollen. Warum? Ja. Also es gibt verschiedene Gründe, warum wir über Omnium oder warum wir über Omnium das Crowdinvesting machen. Ich habe mir die verschiedenen Plattformen angeschaut und ich habe gefunden, dass Omnium die transparentesten sind. Man muss dort die Zahlen durchgeben, man muss Bilanz einschicken, man muss eine Erfolgsrechnung, man muss alles abgeben und es wird geprüft von einer externen Firma. Ich finde, das schafft Vertrauen, wenn man keine Angst hat, die eigenen Zahlen rauszugeben. Wir stehen zu dem, was wir machen, wir stehen hinter dem, was wir machen und ich habe überhaupt kein Problem, völlig transparent zu sein und alle Zahlen rauszugeben. Machen wir ja auch mit, woher besorgen wir unsere Produkte, Rohmaterialien, was auch immer. Darum möchte ich die Transparenz eigentlich in allem durchführen. Das ist ein Grund, warum wir uns für Omnium entschieden haben. Und andererseits finde ich auch, wir haben in der Schweiz noch nicht so die Reichweite, wie wir sie im Ausland haben, wie wir sie zum Beispiel in den Staaten oder in Südamerika haben. Dort haben wir eine viel grössere Reichweite. Und ich finde einfach das Feedback von der Crowd mega interessant und auch mega wichtig. Ich glaube, in der Modebranche ist es extrem wichtig, dass man mit der Zeit mitgeht und dass man auch, eben, wie gesagt, man befindet sich sehr schnell in einer Bubble inne, dass man einfach wirklich auch schaut, hey, was passiert in der Welt da draußen, was möchte der Endkonsument, in welche Richtung es geht und auch wirklich einen aktiven Dialog zu führen mit der Fanbase, aber auch mit dem Customer, mit denen, die schlussendlich deine Produkte kaufen. Und da habe ich gefunden, hey, das Crowdinvesting bringt einerseits hoffentlich das Geld, das wir brauchen, zum Weitermachen, aber andererseits tut es auch die Crowd aktivieren und auch ein bisschen auf uns aufmerksam machen, dass da noch jemand ist, der andere Werte vertreten in der Modebranche und trotzdem High-End-Produkte auf den Markt bringt. Und du wolltest eben das nicht nur sagen, sondern die Leute, die investiert haben, wirklich auch ein Stimmrecht. Also natürlich ist das am Schluss abhängig von der Anzahl, die ich investiert habe. Und ich kann davon aus, du wirst die Mehrheit behalten, aber man kann mitreden und es ist nicht einfach nur jemand, der zwar ein bisschen tun kann, aber den du eigentlich ignorieren könntest. Das ist der Wichtigste. Ja, mir ist es wirklich wichtig, ein Feedback zu haben, ein direktes Feedback zu haben. Das ist auch der Grund, warum wir in einem Share zum Beispiel Atelier sind, wo verschiedene Firmen und Macher eingemietet sind, weil ich auch hier beim täglichen Arbeiten ein direktes Feedback sehr schätze. Das ist etwas, was ich in meinem Studium extrem geschätzt habe, dass wir alle am gleichen Ort zusammen gemeinsam geschafft haben, dass es bei uns an der Kunsthochschule der Konkurrenzkampf, wie man an einer Modeschule im Ausland hat, nie gegeben hat. Wir haben gemeinsam Projekte gemacht, wir haben uns gegenseitig ständig
konkretes Feedback geben, konstruktives Feedback geben. Und das ist etwas, was ich sehr geschätzt habe und das ist etwas, was ich gerne würde so weiterführen. Und darum möchten wir jetzt die Crowd hier in der Schweiz aktivieren, damit wir wieder ein Feedback haben vom Markt, vom Endkonsumenten. Wenn jemand investiert, wie viel hat die Firma heute Wert und wie ist die Bewertung, die aktuell zustande gekommen? Also unsere Firma hat jetzt eine Bewertung von 4,5 Millionen. Vor oder nach der Investition? Vor Investition. Mhm. Nach Investition hoffentlich 6. Mhm. Bewertung ist eigentlich, dass man die Umsatzzahlen nimmt und mit einem Faktor multipliziert. Bei uns ist das Modebranche im High-End-Segment, was ein Faktor von 2,3 circa ist. Und dann, wenn wir ein Start-up sind, werden dann nochmal etwa so 37-38% wieder abgezogen, um es einfach wieder relativieren, weil doch der Wert relativ hoch ist. Und somit kommt der Wert von 4,5 Millionen zustande. Das ist eine komplexe Zahlenberechnung, die ich auch ehrlich muss sagen, die mein Treuhänder gemacht hat. Und das ist eben, wie gesagt, von einer externen Firma, von der BV4. Die macht so Firmenprüfungen, kontrolliert und dann im Anschluss auch bestätigt worden, dass unsere Zahlen korrekt und vertrauenswürdig sind und dass wir sehr, sehr, sehr hochgesetzte Ziele haben, aber dass sie realistisch und umsetzbar sind. Was sind denn eure Ziele? Also eben, wenn du sagst, jetzt im Moment 4,5 Millionen, das heisst, ihr wollt 1,5 Millionen, wäre das Ziel zum Holen? Wobei ich glaube, es ist weniger, was es braucht, damit das Crowdinvesting zustande kommt. Du hast ambitionierte Ziele. Was kann ich als Investor erwarten? Wie gross kann mein Investment werden? Wie viel kann ich da rausholen? Wir möchten bis 2028 das Fünffache wachsen. Mhm. Simple Rechnung, sollte auch dann der Wert um das Fünffache oder mehr sogar steigen, je nachdem, welchen Multiplikator man dazu rechnet. Natürlich zu aller Liebe zur Umwelt und zu den Mitmenschen. Wir möchten nicht nur überleben, sondern auch mit der Passion auch Geld verdienen. Ich möchte mit dem, was ich mache, Geld verdienen und hat dementsprechend auch ein relativ hochgesetztes Ziel. Wir sind jetzt gerade dran, wir haben 4 Parfüms, die wir nächstes Jahr, also am 1. Februar, lancieren. Wir glauben, dass die sehr gut werden ankommen. Wir haben nur positives Feedback, was Parfüm betrifft. Wir fangen auch an mit Schuhen und Accessoires. Einfach auch, weil auf dem Markt Accessoires, der Endkonsument gibt lieber mehr Geld aus für Schuhe und Accessoires als für Kleider. Aus irgendeinem Grund tut man Accessoires, Brille, was auch immer, mehr schätzen und dort mehr Geld in die Hand nehmen als für ein Hemd oder ein T-Shirt. Also das heisst eben, es bleibt nicht einfach nur bei der Mode, wo ist, wie sie jetzt ist, sondern Maison Blanche soll ein umfassenderer Brand werden mit Schuhen, Accessoires, Parfüm und wie man es ein bisschen auch aus der Modebranche kennt, oder? Wo man überall halt noch auch Geld verdienen kann. Macht absolut Sinn. Meiner Meinung nach ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit einer der wichtigsten Punkte ebenfalls im Thema Nachhaltigkeit, weil wenn die nicht gäbe. Auch einer von unseren 4 Pfeiler, die ich vorher nicht aufgezählt habe, aber ja, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist Pfeiler Nummer 4. Es muss natürlich auch wirtschaftlich irgendwie alles Sinn ergeben, was man machen. Man kann nicht nur faire Löhne zahlen und kein Geld einnehmen, das geht irgendwie dann auch nicht gut. Absolut. Also, wenn es wirtschaftlich nachhaltig ist, dann kann es auch wirklich gesund gross werden und kannst alle anderen 3 Pfeiler jetzt bei dir, wo irgendwo Nachhaltigkeit drin sind, auch grösser machen. Und sonst bleibt es halt einfach alles klein. Aber das ist ja auch nicht zielführend. Darum muss so sein. Wie hast du das Gefühl, dass du das schaffst, jetzt ohne Amazon im Rücken eine Verfünffachung von deinem Umsatz bis 2028? Also, das sind 4 Jahre, muss gut, egal, irgendwo 4 bis 5 Jahre. Ja. Wie hast du das Gefühl, bringst du das her? Hey, also einerseits haben wir schon eine relativ gute Reichweite. Vor allem auch auf Social Media haben wir eine relativ gute Reichweite. Wir haben aber auch extreme Reichweite, was Medien
Presse betrifft. Doch holen wir relativ viele Leute ab. Und natürlich mit den neuen Produkten wir ganz neue Märkte penetrieren und wir gehen neue Wege, wo wieder neue Segmente und Kundengruppen erschließen. Also schon nur mit Schuhen, Brillen, Taschen und weiteren Accessoires sind wir so wieder ganz andere Bereiche, wo wir relativ schnell relativ viel können abholen und ich glaube, die Ziele sind absolut realistisch. Ich glaube, nach 2028 wird, wie wir wachsen, anders sein. Es wird sicher nicht mehr so steil aufgehen wie jetzt. Ist einfach zusammenhängend damit, dass wir jetzt einfach in einem Bereich sind, wo wir auch noch relativ neu sind. Da können wir noch relativ viel abgrasen. Sobald man einmal einen gewissen Teil eingenommen hat, muss man schauen, dass man den Teil behaltet und neue Segmente werden dann viel härter erarbeitet als am Anfang. Da war wieder das Läuten von der Schule. Die Schule geht wieder los, gell? Hey, wir sind authentisch, das bleibt so drin, wie es ist. Also das Wachstum ist angestrebt. Wie viel macht da dein Personal Brand aus? 100%? 90%? Hey, vom Wachstum jetzt oder wo wir jetzt sind? Auch vom Wachstum, also vom Wachstum in Zukunft. Hey, ich glaube, es ist sicher auch ein Teil mein Personal Brand, aber sicher nicht nur. Also wir haben es ja auch, weil wir das Crowd Investing von der GmbH in eine AG umgewandelt haben, haben wir jetzt auch einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist von mir zusammengesetzt worden mit Leuten, die ich einerseits vertraue, aber die ich auch weiss, die haben etwas auf dem Kasten. Der Verwaltungsrat ist einerseits unser CFO, externer CFO, der sich mit den ganzen Finanzen und alles tiptop auskennt. Andererseits ist meine Anwältin jetzt auch im Verwaltungsrat. Ist immer gut jemand, der das Rechtliche unter sich hat. Wir haben die Karen, auch bei uns im Verwaltungsrat, wo im Bereich Nachhaltigkeit eine Visionärin ist und auch die Gründerin ist von Circular Clothing Organization. Und als Letzte im Bund haben wir auch noch Sonja, die jahrelang die Schule, wo ich jetzt gerade sitze, die Schweizerische Textilfachschule, ist sie 8 Jahre lang der CEO gewesen und kennt sich perfekt aus in der Stil- und Modebranche in der Schweiz. Somit haben wir wirklich einen super Verwaltungsrat zusammen, der mich auch führen kann und vor allem aber auch herausfordern und die richtigen Fragen stellen. Das ist sicher eins, was zusammenkommt und wie gesagt auch die verschiedenen Partner, die wir haben, also Positive Materials und die Person, die jetzt für uns zuständig ist bei Positive Materials, ist Eugenia. Eugenia hat 30 Jahre Berufserfahrung im Textil- und in der Modebranche. Also ich setze auch mega fest darauf, auf Erfahrungswert von anderen. Mir ist es auch wichtig, dass ich finde es schön, ein junges Team zu haben. Ich finde es aber auch mega, mega wichtig, dass ich Leute mit gutem Erfahrungswert im Team habe und um mich herum habe. Das heisst, wir haben auch natürlich Leute, die über 50, über 55 sind und ich habe überhaupt keine Angst, jemanden anzustellen, der 55 ist und ich vielleicht mehr Lohn muss zahlen, aber wo Erfahrungswert mitbringt, den ich in den nächsten 12 Jahren nicht kann erarbeiten. Und, also eigentlich kommt bei euch relativ vieles zusammen. Irgendwo, eben, du hast den Namen, du hast schon eine gewisse Anzahl Follower, du hast irgendwie durch den Namen dir auch die Kontakte können erarbeiten und irgendwie durch das gutes Board eben außerhalb jetzt von dir allein, wo irgendwie unternehmerisch auch alles kann weiterbringen. Über den Gewinn hast du irgendwo auch bewiesen, dass du kannst, was du redest. Also du kannst irgendwo Modedesign. Also eigentlich sehr positiv. Wenn man aber investiert, will man ja auch irgendwie eine Art ein Exit-Szenario. Ja. Also ich möchte ja als Investor auch wissen, wie komme ich denn irgendwann wieder an mein Geld oder was habe ich irgendwann davon? Was hast du da geplant, vielleicht über die 5 Jahre aus? Soll es irgendwann ein Unternehmen sein, das Dividenden abwirft? Soll es verkauft werden? Soll man einfach können die Aktien
handeln nachher untereinander und halt einfach quasi ein bisschen Liquidität herstellen unter den Aktionären? Oder wie komme ich dann auch effektiv wieder zu meinem Geld, wenn ich jetzt mal investiere? Also wir haben zwei verschiedene Szenarien. Wir haben ja einerseits Maison Blanche, also die Hauptfirma, in die wo man auch investieren kann. Und wir haben in dieser Hauptfirma die Tochterfirma, die Maison Blanche Perfume AG. Bei der Perfume AG ist ein Exit geplant. Als Investor hat man ein bisschen etwas davon, weil ein Lizenzvertrag besteht zwischen der Maison Blanche und der Maison Blanche Perfume AG. Und das heisst, Maison Blanche verdient schon automatisch nur durch einen Lizenzvertrag an der ganzen Parfüm und alles, was Beauty betrifft, verdient Maison Blanche 5% vom Gewinn jedes Jahr. Wenn es dort einen Exit gibt, dann wird das in die Maison Blanche übergeschaufelt und da haben dann auch die Investoren etwas davon. Das wäre der kleine Teil. Ich möchte unbedingt nach zwei, spätestens drei Jahren die erste Gewinnausschüttung vornehmen. Wir planen früher oder später, ist sicher auch das Ziel, an die Börse zu gehen. Und ja, ich scheue mich auch nicht davor, wenn jemand Aktien möchte wieder verkaufen an uns, die wieder zurückzukaufen zum einem geeigneten Zeitpunkt. Ich werde Maison Blanche ist mein Baby, dass ich dort einen Exit plan, das ist vielleicht in weiter Zukunft. Aber es geht wirklich darum, das Investment, die Firma so aufzubauen, dass die Aktien stetig an Wert gewinnen und ein Investment in Maison Blanche sollte ein Langzeitinvestment sein. Also nicht etwas, wo man in drei Jahren vielleicht das Doppelte rausholt, aber vielleicht etwas, wo man in 10 Jahren das Zehnfache rausholt. Ich meine, dass man mit Mut, schlussendlich auch mit Marken, unglaublich viel Geld kann verdienen kann, da ist irgendwie LVMH der Beweis dafür, oder? Der Bernard Arnault, wo eigentlich in so einer Old Economy, wenn man sagen will, ja nach wie vor sich mit der New Economy immer wieder ablöst, wer ist im Moment der reichste Mensch der Welt? Und LVMH steht ja für Louis Vuitton, Moët Hennessy, also eigentlich natürlich das, was du alles willst, besser machen. Aber eigentlich der Markt, also irgendwo zeigt das einfach und beweist das, man kann mega viel Geld verdienen, aber natürlich will ich da auch nicht jetzt eine Anlageempfehlung aussprechen, das darf ich auch nicht, sondern ich möchte alle, die dazu gelost haben und das spannend finden, verweisen auf die Omnium-Seite, eure Investment-Seite. Ihr findet die natürlich verlinkt unterhalb vom Video, in den Shownotes und überall, genau. Und überall, wo ihr die Links sonst findet, ihr wisst jetzt auf meiner Webseite www.mach-ding.ch. Mega, mega spannend, mal auch in so einem Bereich vielleicht ein bisschen zu investieren und dann das mitzuverfolgen, mitzureden, zu sehen, was passiert. Für mich sind all die Crowd-Investings auch riesige Chancen für potenzielle Unternehmerinnen und Unternehmer von der Zukunft, irgendwo mit ein bisschen wenig Geld mal ganz nahe mitzubekommen, was da passiert, selber vielleicht ein Netzwerk aufzubauen, das kennenzulernen. Klingt extrem spannend bei dir. Und hey, das Abschlusswort gehört dir. Merci vielmals, dass du da deine Erfahrungen und alles mit uns geteilt hast. Was willst du allen, die bis jetzt gehört haben, noch mit auf den Weg geben? Hey, also als erstes danke dir für das tolle Gespräch. Es hat mich gefreut, dürfen aufzuzeigen, wer Maison Blanche ist. Ich glaube, was ich am Schluss noch mitgeben möchte, ist, du hast eben gerade von LVMH geredet und von der Textil- und Modebranche haben sie die ganze Zeit gehabt. Es ist natürlich eine Branche, die auf Ausbeutung aufbauen. Sehr viele Branchen, wo sehr viel Geld verdient werden, ist auf Ausbeutung aufgebaut worden. Hat angefangen mit Stricken gratis und über Stickereien, die von Hausfrauen gratis gemacht worden sind und verkauft worden sind. So ist die Schweiz gross geworden mit Stickereien, weil irgendjemand die Arbeit gratis gemacht hat und jemand anders sie für viel Geld verkauft hat. Und ich möchte eigentlich wirklich der lebende Beweis werden, dass man auch erfolgreich kann sein in der Modebranche, in einer Branche, die auf Ausbeutung aufbauen, ohne dass man ausbeuten, indem man
fair agieren in einem Markt, der sehr unfair ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir da viele Leute finden, die diese Idee und das Gedankengut und die Werte dann, unterstützen und an uns glauben und in uns dann investieren. Finde ich eine mega schöne Vision. Drück dir Daumen, dass du das schaffst und dass du ganz viele Investoren und Investorinnen findest, die ebenfalls an das glauben. Und ich glaube, das Schöne heute ist ja wirklich, wenn man eben all die Sachen auch verbinden kann. Wenn man kann sein Geld noch mit investieren kann, wo man auch dahinterstehen kann, wo man kann sein Geld vermehren und mit seinem Geld mehr Geld verdienen, ohne dass man etwas Schlechtes macht, im Gegenteil, sondern indem man etwas Gutes unterstützt. Und ich wünsche dir alles Glück, was es immer auch braucht dazu, dass du das alles erreichst und gross kannst werden. Merci vielmals, dass du da warst. Ich sage immer, wünsche mir viel Erfolg. Glück wollen wir nicht, wir wollen Erfolg. Und ich hoffe, dass wir auch heute irgendwie einen Schritt näher dem gekommen sind, den Leuten aufzuzeigen, wie ernst es uns ist mit vegan, fair, zirkulär, nachhaltig. Bei dir. Ich glaube, es ist auch dort wie überall ein Trend in die Richtung schon erkennbar, dass man probiert, immer mehr so Investments möglich zu machen, die nachhaltiger, fairer sind. Irgendwo, wie gross das ist, weiss ich nicht. Bin ich zu wenig Experte. Du bist in der Mode sehr nah dran und machst es dort super. Muss ich halt auch bewusst sein, natürlich, in so einem, wenn man in ein Startup investiert, wie du gesagt hast. Ich meine, es ist ein Klumpenrisiko und es ist wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, wenn man jetzt all seine Ersparten nimmt und sagt, all in Maison Blanche. Für dich klar, du hast das wahrscheinlich gemacht, aber du bist irgendwie wirklich am Ruder und es ist deine Firma. Für jemand anders sollte man sich schon auch überlegen, wie viel kann ich investieren, wie viel kann ich, auf welches Geld kann ich auch verzichten und was will ich damit machen. Aber dann ist das eine super Lösung und wirklich geht genauer nachschauen. Es hat lustige Videos auch noch auf Omnium, wo ihr Janik noch ein bisschen besser kennenlernt. Merci vielmals, bist du da gewesen und ganz viel Erfolg. Danke dir, Nico. Und ja, schauen wir, wie das Ganze rauskommt. Gib auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.